Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen heute am 11.11. zu unserer Kampagneneröffnung vor unserem wunderschönen Rathaus in St. Ilgen. Ganz recht herzlich möchte ich begrüßen unsere Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren hier auf unserer Froschbühne sowie das Fernsehen von SWR. Herzlich willkommen! Am 11.11. Es ist wieder soweit. Es beginnt sie, die fünfte Jahreszeit. Die Fasnacht, sie ist endlich wieder da. Bringt Frohsinn und gute Laune wie in jedem Jahr. Die stillen Tage sind nun endlich vorbei. Ab heute regiert sie wieder, die Narretei. Wir Frösche haben das Rathaus gestürmt und besetzt und haben die Stadtspitze matt gesetzt. Mit Böllerschüssen und Kanonenschlägen drangen wir ein. Trotz starker Gegenwehr, wir kamen hinein. Selbst unser Amtsleiter Uwe Sulzer sowie unser OB Wolfgang Ernst, die Chefs von diesem Haus, kamen mit erhobenen Händen und weißer Fahne heraus. Der Stadtschlüssel wird uns heute überreicht. Das fällt der Stadtspitze bestimmt nicht ganz leicht. Ab heute haben sie nichts mehr zu sagen hier. Die Frösche bestimmen und das sind wir! Wir haben nun die Macht über die Stadt, die es auch bitter, bitter nötig hat. Wir lassen es wieder richtig krachen und die Bürger haben wieder was zu lachen. Was wir versprechen, werden wir halten. Wir bringen Frohsinn für die Jungen und die Alten. Eine tolle Kampagne, eine närrische Zeit. Wir Frösche sind ab heute bereit. Wir bringen die Stadt wieder in Schwung. Macht alle mit, ob groß, ob klein, ob alt, ob jung. Bei der Prunksitzung, Kinderfasching und anderen Events, bis alles vorbei, regiert bei uns der Frohsinn und die Narretei. Feiert alle mit, ihr könnt euch freuen. Die Stunden bei uns wird keiner bereuen. Wir wollen heute den Anfang machen und lassen es so richtig krachen.
Wir verdrängen alles, was mies und grau. Auf die Kurpfälzer Fastnacht, auf die Frösche, dreikräftige Dilje! 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 Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gebe nun das Mikrofon frei an unseren Oberbürgermeister Wolfgang Ernst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frösche, liebe Diljemerinnen und Diljemer, es ist wahr, wir haben bis aufs Messer gekämpft. Ich habe hier Narben an den Handrücken, weil ich mich geweigert habe, das Rathaus zu verlassen. Aber gegen diese charmanten Damen rechts und links konnte ich nichts tun. Sie haben uns besiegt. Und ab heute ist das St. Ilgener Rathaus in der Hand der Frösche. Jetzt wird alles gut. Wenn Sie Wünsche, berechtigte Wünsche, Forderungen haben, wenden Sie sich an die Frösche. Die werden alles tun, damit die Menschen in St. Ilgen glücklich werden. Und ich bin froh deswegen, weil jetzt ist eine große Last und Verantwortung von den Schultern von Herrn Sulzer und von mir und vom Gemeinderat abgenommen. Wir können uns jetzt gemütlich zurücklegen, sitzen auf unseren Bürostühlen, haben ein Kissen auf dem Schreibtisch, können einen gemütlichen Nachmittagsschlaf halten, der morgens um 9 anfängt und mittags um 5 aufhört. Und jetzt können wir uns beruhigt zurücklehnen, weil wir wissen, St. Ilgen ist endlich in guten Händen. Und es sind die Hände der Frösche und darauf dürfen wir uns alle freuen. Deswegen mit einer gewissen Wehmut, aber mit einer großen Zuversicht übergebe ich unseren Schlüssel für das St. Ilgener Rathaus an die Frösche, weil ich überzeugt bin, in den nächsten Monaten bis Aschermittwoch ist Dilje in guten Händen und ich freue mich auf die vor uns liegende Fastnachtskampagne. Deswegen für die Frösche alles Gute und Dilje, hello! Hello! Der Dieter Sterzenbach als Oberfrosch, ihm vertraue ich unser St. Ilgen an und ich bin sicher, ihr seid in guten Händen. Ja, lieber Wolfgang, vielen Dank für deine Worte und unseren ersten Kampagnenorden bekommst du nun überreicht von unseren Gardemädchen. Auf die Frösche, dreikräftige Dilje! 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 Meine sehr geehrten Damen und Herren, am 11.11. beginnt die Kampagne und am 11.11. hat auch ein Gardemädchen von den Fröschen Geburtstag. Ich darf die Marlene Werner hier zu uns auf die Bühne bitten. Da kommt sie. Liebe Marlene, herzlichen Glückwunsch von uns allen zu deinem Geburtstag. Erstmal von euch ein Riesenapplaus für die Marlene. Und sie ist zwar noch kein Frosch, vielleicht wird sie noch ein Frosch, aber sie ist eine fast Nachbarin von mir. Und die, jetzt habe ich hoffentlich den Nachnamen, der Vorname, die Gesa Novara wird heute zwischen 4 und 5 irgendwas. Auch die Gesa soll hier bitte auf die Bühne kommen. Man sieht sie noch nicht, sie ist noch so klein. Das ist die Gesa, Applaus. Und für die beiden möchte ich nun von Ihnen und von unseren Musikanten ein wunderschönes Geburtstagsständchen hören. Herr Kapellmeister Wolfgang, bitte. War das eine Strophe, Wolfgang? Okay, also mal herzlichen Glückwunsch an die beiden und nochmal einen Riesenapplaus von unserem tollen Publikum.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich natürlich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diesen zahlreichen Besuch heute bei der Kampagneneröffnung der Frösche hier in St. Ilken und natürlich bei unserer musikalischen Unterstützung heute beim Musikverein St. Ilken und bei der Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen, bitte. Ganz besonders habe ich natürlich gefreut, dass unsere Diljemer Kleppergarde wieder an Bord ist bei den Fröschen. Sie waren circa 4 Jahre weg, haben sich neu formiert, haben geübt, geprobt und sind wieder so zahlreich hier erschienen. Ich finde es klasse. Ich freue mich auf die nächsten Auftritte. Ein Riesenapplaus für unsere Diljemer Kleppergarde. Natürlich möchte ich mich auch bedanken bei den Helferinnen und Helfern hier wieder links von der Bühne, von mir aus gesehen rechts von Ihnen, die wie immer Sekt, Glühwein, ein Schnäpschen und etwas zu essen hier ausgeben. Bleiben Sie noch unsere Gäste hier am 11.11. feiern Sie mit uns die Kampagneneröffnung. Und jetzt schon der Hinweis, die große Prunksitzung der Frösche startet am 31. Januar 2015 in der Kurpfalzhalle. Lassen Sie mich doch zum Schluss sagen, jetzt geht sie los, die große Show. Auf die Frösche, drei kräftige Dilje! Dilje! Dilje!